Ja, es ist so, dass ich draufgekommen bin, dass eben die Republik Österreich nur ein Unternehmen ist, eine Kapitalgesellschaft, ein Trust, und die gehört 8 Banken. Und diese 8 Banken, die betreiben da in Österreich eine Staatssimulation auf höchstem kriminellen Niveau. Das heißt, sie haben ihre eigene Regierung, sie haben ihre eigenen Ministerien, das Parlament, die Sozialversicherungskassen, die Finanzämter, auch die Bezirkshauptmannschaften sind alles nur Unternehmen und auch die Polizei ist ein Unternehmen. Und ein Unternehmen hat keine Hoheitsrechte, weil es eben kein Staat ist. Und somit ist das alles eine Staatssimulation. Okay? Und wir sind ja lebende Menschen und wir wollten einen Ausweg finden, weil es herrschte jetzt nur Handelsrecht, Seerecht, Kartellrecht, quasi Piraterie, also das heißt das Recht der Wirtschaft. Wir sind aber lebende Menschen, leben im Naturrecht und im Völkerrecht. Und somit war für uns eben diese Staatsgründungen ganz wichtig. Also wir haben mit dem Staat Steiermark angefangen, am 26. Oktober 2015 am Grazer Hauptplatz, haben dann am 2. November den Staat Salzburg gegründet, am 11. November bereits den Staat Burgenland und dann eben am 11. November den Staatenbund Österreich und haben somit das Landrecht auf Österreich, so wie es heute ist. Und deswegen gibt es den Staatenbund Österreich für die gemeinsamen Interessen der einzelnen souveränen Staaten.